Guten Morgen Leute, Servus. Es ist 4 Uhr früh und heute gehen wir über den Südgrat auf das Weißmies. Ist auch ein 4000er. Gerade nochmal geschaut von der Location. Hier vorne geht es direkt los. Hier steht mein Auto. Parkgebühr 5 Schweizer Franken pro Tag. Sass einmal gell. Hier bin ich. Und jetzt gehen wir erstmal kurz hier hoch. Und dann geht es Richtung einmal gell, bitte. Dann starten wir mal, wie immer. Ich kann euch leider nichts zeigen. Also, viel Spaß und bis später. Almageller Alp, da müssen wir hin. Aber die Almageller Hütte ist noch viel weiter. Jetzt müsste ich gleich noch den Johannes treffen in den nächsten 5 Minuten. Mal schauen, wo er ist. Morgen. Cool. Schaut übrigens auch Videos. Wolkenfreier Himmel, ein Traum. Wunderschönes Panorama. Und da oben ist schon die Hütte. Die Almageller Hütte auf 2,8 circa. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Sony Alpha 6000 Action. Und den höchsten Berg der Schweiz. Vollständig auf Schweizer Territorium, der Dom. Jetzt gibt es hier noch mal Wasser. Wir verlassen jetzt die Almageller Hütte nach kurzer Stärkung und gehen jetzt weiter Richtung Weißmies angeschrieben. Diese Richtung. Jetzt geht es erstmal auf den Pass und dann schauen wir mal weiter auf den Südgrat. Wetter für heute hat sich verbessert. Gewitterneigung fast auf Null. Unser Tagesziel, 1000 Höhenmeter entfernt. Von da unten kommen wir jetzt her. Da ist noch mal das Zelt. Da ist der Johannes. Und da geht's auf den Pass. Das ist jetzt kurz der Südgrat, da oben das Weißmies. Wir werden nachher auf jeden Fall die Firnfelder benutzen und dann irgendwo da oben, wo die Querstelle kommt, wahrscheinlich in den Grat einsteigen und dann die Kletterei im zweiten Grat. Wir sind jetzt hier auf dem Zwischbergenpass, 3268 Meter. Jetzt suchen wir uns hier schön den Weg und dann melden wir uns gleich zurück. Kurz Steigeisen anlegen und dann geht es gleich danach oben. Jetzt hier auf fast 3,6 nochmal frisches Wasser, unglaublich. Ja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Die einen gehen am Felsgrat, wir gehen links. Ja, alternativ wie gesagt, direkt auf dem Felsgrat. Und jetzt queren wir hier bis da vorne. Kurz in den Fels rein und dann sind wir im Endeffekt genau am selben Weg wie über den Felsgrat. Wir packen jetzt alles weg, dass die Hände frei sind. Ein Panorama zum Niederknien. Und jetzt beginnen wir hier auf 3,37 die Kletterei auf dem 4000er. Was will man mehr? Da unten sind wir gewesen und das ist jetzt der Weiterweg. Johannes, da
And that's our way. Gefällt die Kletterei extrem gut. Wenn ich jetzt mal nach oben schwenke, was da im Hintergrund ist, Hammer. Very nice. Ein Traum. Abgespeckte Steine, trocken, griffig. Sehr 3963 Andrang hier, gell? Wir sind jetzt am Schneegrat unterwegs auf 397. Und ja, hör jetzt gerade mega entspannende Musik, alles cool, ein Traum. Leider etwas zugezogen. So, Johannes holt noch einen Pickel. Ist besser, zwar hier mit die Stöcke, aber dann da oben, da könnte man mal definitiv kurz dagegen halten. Aber sonst nicht dramatisch. Und das ist der Rest. Und da kommen wir jetzt her, von da hinten, und da geht es jetzt weiter, leichte Felskletterei, und dann sind wir schon fast oben. Geschafft, Weißmies über Südgrat. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, erster 4000er. Ja, geil, das war's jetzt mega. Hier vom Weißmies Südgrat. Ja, wir gehen jetzt genau denselben Weg wieder zurück, weil wir weder Gurt noch sonst irgendwas dabei haben für den Gletscher. Da geht jetzt der Normalweg runter und wir gehen jetzt da den Südgrat wieder genau denselben Weg zurück, wie wir gekommen sind. War super heute. Johannes, Respekt. Geil, ja, geile Tour. Action. Hat uns gefallen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.